Auf Kurzbesuch in Wien war die Schauspielerin Katharina Jakob, die in der Fernsehserie Der Bulle von Tölzen im Ottfried Fischer als Hauptkommissarin Sabrina Lorenz große Beliebtheit erlangte. Der Grund für einen Abstecher nach Wien war die Veröffentlichung ihres zweiten Buches. Denn nach einem Bestseller über ihre Wahlheimat Kanada hat sich die Ex-Dancing-Star-Kandidatin des Jahres 2012 mit ihrer Karriere als Tournee-Theater-Schauspielerin auseinandergesetzt. Weil mir langweilig war. Mein Mann hat ja den Drang, den Winter immer in wärmeren Gefilden zu verbringen. Der kann sich da beschäftigen, ich nicht. Also blieb mir gar nichts übrig, als in kühleren Gefilden zu sitzen. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und das hat mir Spaß gemacht. Gab es nie eine Alternative zu dem Beruf der Schauspielerin? Ich wollte es nie werden. Aber wenn man so super schlecht in der Schule ist und dann in so einem Filmchen mitgespielt hat und denkt, Mensch, das ist ja super einfach und man kriegt Geld und das ist klasse und alle kümmern sich um einen, dann ist man plötzlich gefangen. Es ist ein Kapitel in meinem Buch, da steht drin, warum ich keinen Schauspieler geheiratet habe. Rod Steiger sagte, ein Schauspieler darf eigentlich nicht intelligent sein, weil er lernt Texte, die jemand anderes geschrieben hat. Er macht Sachen, die ihm ein anderer sagt. Und er muss eigentlich nur wirken. Dafür braucht man kein Hirn. Es gab auch nie eine Liebesaffäre mit einem Schauspieler. Natürlich, ich meine, notbedrungen gab es das auch. Aber es hat nicht lange gehalten.